Hallo Leute, euch erwartet heute ein spannendes Video, was es so in der Art noch nicht gibt. Ich habe es mal den Target Swiss Point Crash Test genannt. Und zwar geht es heute um das relativ neue Target Swiss Point System, was viele von euch kennen, bei dem man die Spitzen beim Steel Dart ziemlich einfach und gut wechseln kann. Und diese Dartspitzen haben eine sogenannte Sollbruchstelle, dass wenn sie brechen, nur an einer speziellen Stelle abbrechen. Und von daher kamen viele Meinungen im Social Media aus, die sind viel zu weich, die brechen viel zu schnell. Klar, es gibt immer Besonderheiten, unter welchem Winkel, unter welcher Kraft vielleicht so ein Dart fällt oder abprallt oder. Wir gehen heute aber dem Ganzen mal auf den Grund mit diesen Mikuro Suzuki Darts mit verschiedenen Spitzen. Wir haben da zum Beispiel eine schwarze Firepoint in 26, eine silberne Firepoint in 30 mm und sogar noch eine Diamond Point, die wir heute mal testen werden auf verschiedenen Untergründen. Somit sollt ihr ein bisschen, wir haben mal einen Eindruck darüber bekommen, wie hart ist das Material. Ich hoffe, ich überzeuge euch ein bisschen davon, weil bisher ist mir noch keine Spitze so richtig kaputt gegangen. Und ja, wir gucken uns das einfach mal an. Ich weiß noch nicht, was uns erwartet, wie viele Spitzen heute kaputt gehen, ob sie alle halten. Wir halten das mit mehreren Kameras für euch fest. Seid gespannt auf ein mega cooles Video. Bis dahin, good darts. Wie sieht unser klassischer Versuch heute aus? Wir haben oben an meinen Oki-Aufbau haben wir Platte aufgehangen, Haken dran gemacht, Zollstock installiert, sodass wir 2 Meter Höhe erreichen können, oben mit dem Haken. Und die Darts, die werden von 1,73 Mitte Spitze abgeworfen. Das würde jetzt mal einen ganz klassischen Bouncer aus dem Bullseye zum Beispiel simulieren. Und dabei gucken wir auf verschiedene Materialien am Boden. Wie verhalten sich die Spitzen? Was bricht vielleicht und was fällt uns sonst noch auf? Den allerersten Test, den wir mit den 3 verschiedenen Spitzen machen werden, wird mein ganz normales Oki sein, was ich zu Hause habe. Das bedeutet ganz normales Holz aus dem Baumarkt, abgedämpft mit meinem Teppich. Ist aber auch jetzt kein mega dicker Teppich, zeige ich euch gleich nochmal. Ist ungefähr einen halben Zentimeter dick. Die Darts kommen natürlich durch den Teppich durch, aber wir hoffen einfach dadurch, dass es sich einigermaßen abbremst und es dadurch halt keinen Bruch von der Spitze gibt. Da ich das System schon häufiger gespielt habe, auch schon den ein oder anderen Bounce hatte, gehe ich mal davon aus, dass uns da noch keine Spitze kaputt gehen wird. Und dann schauen wir mal bei Schritt 2 und auch 3 weiter, was können wir da mit den Spitzen noch erwarten. Wann bricht die erste oder bricht überhaupt eine und was sehen wir uns gleich noch für Material am Boden an. Zweiter Test, den wir angehen, der wird schon etwas härter. Und zwar lassen wir jetzt den Teppich weg und nehmen etwas härteres Holz. Der ein oder andere kennt es aus dem Garten, Douglasie. Douglasie, ein super haltbares, super massives Holz, was das angeht. Ihr kennt es vom Gartenbau, Möbel etc., Blumenkästen vielleicht oder auch Terrassendielen. Lässt sich etwas schwieriger verschrauben. Von daher erwarte ich auch dort, dass der Dart vielleicht sogar abprallt. Wie das Ganze gleich aussehen wird, gucken wir uns an und dann geht es auch schon zu Test 3. Und Test 3 hat so richtig in sich, das wird ein Monster und wird alles knacken, was wir bisher gesehen haben. Oh,
Puh, die ist schwer, Leute. Ich halte hier in den Händen eine schöne 10 Kilo Platte, 40x40 von meiner Terrasse, ein Überbleibsel. Beton, hart, viel Struktur drin und ich bin gespannt, ob das die Spitzen aushalten. Und auch wenn ihr es mit einer Fliese von zu Hause vergleicht, glaubt mir, das ist härter, das ist robuster. Wir machen den Härtetest, wir fordern das Target-Swiss-Point-System heraus und gucken mal, halten die Spitzen stand, ja oder nein? Fertig mit den Crash-Tests. Jede Spitze hat gehalten. Am Ende habe ich es noch mal ein bisschen provoziert. Ich habe von etwa 2,30 Meter den Dart gerade runterfallen lassen. Also ich hätte nicht gedacht, dass die Betonplatte den Spitzen so gut tut, beziehungsweise dass die Spitzen, wenn sie so gerade drauf prallen, halten. Wie gesagt, ich glaube euch gerne allen, dass die Spitzen bei euch schon mal kaputt gegangen sind, dass die unglücklich bouncen, dass die schräg aufkommen vielleicht, dass sie eine gewisse Wucht vielleicht dann auch noch mehr haben. Das kommt natürlich auf den individuellen Fall an. Aber das hier, dieser kleine Test sollte uns mal zeigen, auch wenn er jetzt nicht unter Laborbedingungen gemacht worden ist. Vielleicht zeigt er euch trotzdem, dass das System ultra hart ist und dass es hoffentlich der Einzelfall ist, dass die Spitzen kaputt gehen. Es ist natürlich wie bei jedem Material im Dart, nicht zuletzt zum Beispiel auch ein Carbonschaft, kann beim ersten Wurf brechen, er kann aber auch Jahre halten. Genauso denke ich, ist es mit dem Swisspoint-Tool. Sollte eine brechen, kann man sie schnell wieder auswechseln. Ich kann es euch leider nicht zeigen. Bei unserem Test ist keine von den drei Spitzen so durchgefallen, dass sie gebrochen ist, gleich aus welcher Höhe. Wir haben hier den Mikuro Suzuki Dart 24 Gramm gehabt, also auch ein vergleichbares Gewicht, womit viele Leute unterwegs sind. Ich hoffe, ihr kriegt so eine gute Meinung von dem System. Und ja, ich bin überzeugt davon und freue mich drauf, was Target da in der Zukunft mit anstellt, was da uns noch so alles erwarten wird. Bis dahin, abonniert und bis bald. Good Darts.